Beim Motorradfahren gibt es so die ein oder anderen Dinge, die man verkehrt machen kann. Zum einen die Körperhaltung, zum anderen aber auch die Blickführung. Und ich denke, es gibt auch ein paar Dinge, wo man richtig viel Zeit gewinnen oder auch verlieren kann. Und eins der Dinge, wo man richtig viel Zeit verlieren kann, ist der sogenannte Kurveneingangsspeed. Ich glaube, ich habe schon ein paar Mal darüber gesprochen und ich glaube, der ein oder andere fragt sich nach wie vor, aber wie zum Kuckuck kann ich den Kurveneingangsspeed erhöhen? Ich habe eine neue Erkenntnis gemacht. Sehr spannendes Thema. Am besten du bleibst jetzt mal dran und schaust es an. Bis gleich. Wer kennt das Phänomen? Gib's zu. Du kommst auf eine Kurve zu, bremst alles, was du kannst und stellst dann fest, oh, jetzt habe ich zu viel gebremst. Aber ich kann doch nicht noch später bremsen. Ich bremse doch schon zu spät. Was soll ich denn da machen, um schneller in die Kurve reinzukommen? Das ist der Klassiker. Auch ich habe dieses Problem viele, viele Male schon gehabt und ich habe die ein oder anderen Lösungen gefunden, um genau dieses Problem vielleicht auf Dauer zu beheben. Das Problem ist auch vollkommen glasklar. Woher sollst du wissen, wann du wie hart, wie stark, wie lange bremsen musst, damit du am Scheitelpunkt der Kurve Geschwindigkeit X hast, die du nicht kennst und vielleicht gerade mal am Schreibtisch mit Zettel und Stift errechnen könntest. Ist eigentlich absolut fast unmöglich. Weil du aber beim Motorradfahren ja schlecht Taschenrechner, Zettel, Stift und einen Schreibtisch zur Hand hast, muss es aber eine Möglichkeit geben. Ich denke, die Profis können das auch. Wieso können wir das nicht? Es ist ein bisschen komplexer. Das Ganze ist eine Berechnung, die in unserem Kopf stattfindet und die müssen wir uns jetzt, um es im Nachhinein intuitiv anzuwenden, vorerst erstmal am Zettel anschauen. Falls du jetzt jemand von der bist, der sagt, ich löse das Problem mit Mut und Eiern, dann hast du gesagt, die normale typische Größe eines Mannes hat ungefähr diese Größe. Eines Rennstrecken-Motorradfahrers. Es gibt aber auch durchaus Leute oder Motorradfahrer, die größere Eier haben oder noch größere Eier haben. Motorradfahrer, die Größenrichtungen wie die oder die Eier haben, sich in der Regel relativ stark verletzen. Also bevor du jetzt ausschaltest, schaust dir doch mal noch lieber an, bevor du denkst, du hast diese Größe an Eiern. Und was dazu kommt, der Platz am Motorrad wird dadurch relativ gering. Der Appell an jeden da draußen, gell, ist eigentlich, dass man sich so ein Ding mit ein bisschen weniger Leistung kauft, so wie die. Was hat die PS? Die hat 14, 15 PS. 14, 15 PS. Und das Geniale daran ist, du kannst genau das kompensieren, was du auf der Rennstrecke nie Zeit hast dafür. Weil du auf der Rennstrecke auch mit der 600er eigentlich immer zu viel Leistung hast, um genau das zu üben. Das wirklich auf den letzten Drücker diesen Gang aus. Richtig ausquetschen, weil der nächste Gang, der wäre dann zu hoch. Also bleibst im dritten und lasst voll drauf und dann lenkst schon ein und dann bremst erst. Ja. Und das ist das, was ich denke, was jemanden auf der Rennstrecke dann auch viel schneller macht, weil die meiste Zeit wird ja verloren am Kurveneingang. Um den maximal möglichen Kurvenspeed zu erreichen und gefühlstechnisch auch zu verstehen, muss man aber erstmal verstehen, dass es umso schwieriger ist, intuitiv zu berechnen, umso schneller man am Ende der Geraden ankommt. Kurzes Beispiel, wenn ich hier diese Gerade hier entlang fahre, hier diese Start-Ziel-Gerade und hier am Ende dieser Start-Ziel-Gerade meinetwegen irgendwo hier 230 km/h erreicht habe und dann bremse, dann ist es sehr schwierig, ungefähr die Differenz von diesem maximalen Speed am Ende der Geraden zu diesem langsamsten Punkt, dem Scheitelpunkt in dem Fall, die Differenz zu erkennen, weil die Differenz relativ hoch ist. Das heißt, was ich ja immer auch sage, dieses Verzögern bis zum Scheitelpunkt, diesen Druck haben am Vorderrad bis zum Scheitelpunkt, weil es zählt nicht,
vor der Kurve die Bremse zu lösen und wieder ans Gas zu gehen, weil man feststellt, oh, ich war ja zu langsam. Das ist ja nicht, was wir wollen, sondern das führt ja zu einer der häufigsten Stürzursachen, wo ich ja schon ein Video auch drüber gemacht habe. Sondern ich will ja, dass die Geschwindigkeit bis zu diesem Punkt hier, bis zu diesem mittleren Scheitelpunkt, langsamster Punkt, was auch immer, wie man es nennen will, abbauen. Und zwar soll der Abbau letztendlich so aussehen. Es muss hier so eine schöne Kurve, so eine steile Kurve sein, die dann unten aber wieder ein bisschen flacher wird und so eine schöne Verzögerung bis zum Scheitelpunkt habe. Und natürlich, wie schon erwähnt, wenn ich hier am Ende der Geraden 250 km/h drauf habe und hier meinetwegen der Scheitelpunktspeed nur 80 km/h ist, dann habe ich eine Differenz von über 150, 160, 170 km/h, was sehr schwierig ist. Wenn ich aber jetzt eine Kurve habe, wie zum Beispiel hier, ich nur mit ungefähr 160 ankomme, aber hier einen Scheitelpunktspeed von 100 km/h habe, habe ich nur eine Differenz von 60 km/h und die ist viel einfacher zu kontrollieren. Da kann ich mir diese Verlaufskurve hier viel schöner auf diese einfachere Stelle anpassen. Was also kann ich machen, um das zu lernen? Weil es gibt keine Regel. Du kannst nicht sagen, ich komme hier mit 160 km/h an, Scheitelpunkt habe ich 80 km/h, ich bremse jetzt mit 7 Bar Druck. Wo sind denn 7 Bar? Du kannst das nicht absolut nicht werden fahren. Es muss ein Gefühl dafür entwickelt werden. Und dieses Gefühl entwickelst du nicht dabei, wenn du dir diese Start-Ziel-Geraden raussuchst, wo du 250 km/h fährst und dann einen Scheitelpunkt bei Geschwindigkeit von 60, 70, 80 km/h hast, sondern wenn du den Speed geringer machst am Ende der Geraden. Also es gibt folgende Möglichkeit: auf der Rennstrecke gibt es die Möglichkeit, exakt zu sagen, okay, ich drehe die Gänge nicht aus, ich mache nur bam, 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 bam und dann schalte ich runter, gehe in die Kurve hinein und habe weniger Topspeed, habe weniger Highspeed, habe somit weniger Differenz zwischen Ende der Geraden und dem Scheitelpunkt, tue ich leichter, das zu erkennen und bin durch das im Kurveneingangsspeed, also sprich in diesem Bereich hier vom bam, bam, bis da rüber, hier bis da rein. Damit bin ich dann schneller, obwohl ich eigentlich viel weniger Highspeed am Ende der Geraden habe. Und das siehst du auch oft, wenn eine 600er schneller ist als eine 1000er. Das ist das eine Beispiel. Also einfach nicht unbedingt die Gänge ausdrehen, nicht Vollgas fahren, um weniger Topspeed zu haben, kann sich besser darauf konzentrieren. Und dann kannst du ein Gefühl dafür entwickeln und kannst dich auch langsamer rantasten. Und dann wirst du automatisch immer 1, 2, 3 km/h schneller am Kurveneingang. Und das ist das, was die richtige Rundenzeit bringt. Und dann gibt es auch eine zweite Methode. Und die Erkenntnis hatte ich jetzt letzte Woche. Da hat mich Apex Pitbike zum Pitbike-Fahren nach Ampfing eingeladen. Das war mein erstes Mal auf einer Outdoor-Kartbahn, auf einer richtigen. Und da habe ich mal so ein richtiges Pitbike auch mitgemacht, ein Fahrwerk und so, es hat mega geil funktioniert. Und ich habe aber die Einsteigerversion von der Leistung her gehabt, so nur mit 14, 15 PS, wie so in dem kurzen Einblick schon zu sehen. Und es war enorm interessant, weil da waren mehrere, die haben so richtig frisierte Pitbikes gehabt, so mit 20, 25 PS. Und ich so mit meinen stattlichen 85, 88 Kilo, ich habe da teilweise, wie in einem Beispiel jetzt zu sehen, so richtig zu kämpfen gehabt auf der Geraden. Und habe mich dann adaptieren müssen. Und dann hat man mal gesehen, da war jemand mit so einem 25 PS Pitbike, wie mir der auf der Geraden weggefahren ist, aber richtig, richtig weggefahren. Und dann hat man sehen können, wie ich mich quasi lediglich durch das Anbremsen, durch diesen erhöhten Kurveneingangsspeed darauf konzentrieren habe können, dass ich so spät wie als möglich bremse und sehr viel Kurveneingangsspeed, Verzögerung bis zum Scheitel, ohne eine Rollphase, ohne ein Druckverlust am Vorderrad, sondern wirklich auf der Bremse, bam, bis zum Scheitelpunkt hinein. Und dann hat man mal gesehen, was das Meter macht, währenddessen, dass mir der andere auf der Geraden 30, 40, 50 Meter abgenommen hat, auf einer Startzielgeraden. Und da sieht man schon, wie enorm das ist und wie gut ich mich mehr auf diesen Bremspunkt, auf diesen Kurveneingangsspeed, auf die intuitive Berechnung des Gehirns konzentrieren habe können, wenn ich mit weniger Speed ankomme. Also das ist der zweite Tipp. Zum einen auf der Rennstrecke mit dem Bike weniger Topspeed fahren, einmal nicht die Gänge ausdrehen, sondern einfach mal durchschalten, bam, 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 nicht ausdrehen, nicht unbedingt Vollgas, sondern einfach einen Fluss reinkriegen, konzentriere dich auf diesen Kurveneingangsspeed und du wirst merken,
boah, du kriegst ein Gefühl dafür, boah, da geht viel mehr und es gibt dir dann das Vertrauen, wenn die Vorderachse drinsteckt in der Gabel. Und der zweite Tipp beim Pitbike-Fahren, vor allem auf einer Strecke wie auf einer großen Kartstrecke Outdoor, wo du auch mal bremsen musst, ne? So die Karthalle, du musst auch gar nicht so viel bremsen, kannst auch gar nicht so bremsen, weil es ziemlich rutschig ist, aber so eine richtig Outdoor-Kartbahn, boah, da kannst du richtig in die Eisen reinfassen. Und dann siehst du mal, was so ein Pitbike auch kann. Und das hat mir echt enorm die Augen geöffnet, jemanden so zu kompensieren, der mir auf der Geraden so wegfährt. Und dann bin ich so viel übers Vorderrad gefahren und habe das wirklich ausquetschen können bis aufs letzte Detail. Und ich hätte auch mit einem fahren können mit mehr Leistung, aber ich wollte gar nicht, weil es hat so viel Spaß gemacht, mit dieser weniger Leistung einfach so explizit an diesen Punkten zu arbeiten. Und da ist bei jedem noch Potenzial nach oben raus. Und es hat mir auch selber extrem viel Spaß gemacht. Hast du darüber schon mal Erkenntnisse gehabt, wie das Ganze so ist, wenn du vielleicht weniger Leistung fährst? Oder hast du dich mit dem Thema Kurveneingangsspeed schon mal beschäftigt? Oder hast du vielleicht auch das typische Problem, dass du am Ende der Geraden bremst und dann vor der Kurve feststellst, oh, jetzt bin ich wieder zu langsam und muss wieder Gas geben? Wenn du das hast, solltest du auf jeden Fall diese Tipps anwenden, die ich dir jetzt gesagt habe, weil das ist eine der gefährlichsten Stürzursachen, weil du dein Vorderrad entlastest, Schräglage aufbaust, habe ich ein eigenes Video dazu gemacht. Solltest du vielleicht mal anschauen. Heißt, eine der häufigsten Sturzursachen mit dem Motorrad auf der Rennstrecke. Wenn dir das Video gefallen hat, gib gerne einen Daumen hoch, schreib es gerne in die Kommentare, was du für eine Erfahrung hast. Würde mich einfach mal interessieren, dass ich wieder mehr Feedback habe von euch, wie ihr das so findet, wie ihr damit umgeht. Da lerne ich mit und wir lernen alle von uns untereinander. Also ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schreibt gerne einen Kommentar, Daumen nach oben und auch gerne ein Abo dalassen. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal.